Und gebe jetzt das Wort an Herrn Klemke weiter, den Organisator dieser Veranstaltung, der uns in die Ausstellung einführen wird. Vielen Dank. Herr Bürgermeister, verehrte Anwesende, ich darf Sie heute in drei Hüten begrüßen. Den einen vom Kulturstaatssekretär André Schmitz, der Sie herzlich grüßen lässt. Den anderen vom Projektteam des Themenjahres 2013 Zerstörte Vielfalt. Und der dritte, der den unmittelbaren Ortsbezug hat, als Leiter des Runden Tisches Gedenkort Rummelsburg. Ich freue mich sehr, dass so viele junge Menschen da sind, weil genau das auch ein Schwerpunkt im Themenjahr 2013 ist. Wir werden in der nächsten Woche ein großes Jugendprojekt starten. Unsere Vielfalt nimmt uns keiner mehr, indem Sie alle Berliner Schulen und alle, die in Jugendclubs, in Jugendeinrichtungen oder in Lehrwerkstätten arbeiten, eingeladen sind, mit Ihrem Handy oder mit Ihrem Smartphone einen kurzen Film zu drehen zum Thema zerstörte Vielfalt. Sie finden auf der Homepage berlin.de/2013unter Vermittlungsangebote eine eigene Seite, wo die Bedingungen dazu dargestellt werden. Es geht darum, dass Sie sich damit auseinandersetzen mit dem Wert der Vielfalt, mit dem, was wir verloren haben. Sie können ansetzen an der Familiengeschichte, Sie können ansetzen an den Gedenkorten. Zum Beispiel eine Gruppe von Ihnen befasst sich ja auch hier konkret mit Rummelsburg, wie ich gehört habe. Oder Sie können sehen, was heute in der heutigen Lebenswelt dieses Berlin, das wieder im Begriff ist, eine vielfältige Stadt zu werden. Und aus aller Welt kommen die Menschen hierher und wollen hier mit uns gemeinsam leben und bringen hier viel ein und machen Berlin zu etwas Neuem, Anderen, an dem sie alle mitwirken können. Wenn es ihnen gelingt, dazu einen Film zu machen, dann erwarten sie viele interessante Möglichkeiten, diesen Film zu präsentieren. Wir werden auch über Facebook zu erreichen sein und dort wird sich in den sozialen Netzen dann das Thema verbreiten. Ich freue mich sehr, dass wir zwei Zeitzeugen hier haben. Danke auch dem Arbeitskreis Marginalisierte gestern und heute, insbesondere Lothar Eberhardt dafür, dass er die Vermittlung hergestellt hat. Frau Fowe, die Tochter von Ruckeli Trollmann, der einen besonderen Bezug hier zu Rummelsburg hat. Und Frau Heinrich, die keinen besonderen Bezug zu Rummelsburg, aber zum Thema hat und darstellen kann, wie sie in diese Rolle gedrängt und welches Schicksal sie daraufhin erlitten hat. Wir befinden uns hier in der Friedrich-Jakobs-Promenade. Es ist ein bisschen schwierig, den Ort zu finden. Das merkt man immer wieder auch bei Taxifahrern, weil das manchen Navis nicht verzeichnet ist. Auch dieser Name hat einen Bezug zu unserem heutigen Thema. In den 20er Jahren entwickelte der Gynäkologe Friedrich Jakobs die erste Entbindungsklinik Lichtenbergs. Sie zählte zu den modernsten der Stadt. Auch seine ärztliche Fürsorge hinterließ nachhaltigen Eindruck. Die Ehe mit der jüdischen Kinderärztin Toni Jakobs war 1934 Anlass seiner Suspendierung. Beide überlebten in sogenannter privilegierter Mischehe. 1945 bis 1948 war Jakobs ärztlicher Direktor des städtischen Krankenhauses Lichtenberg. 1948 folgte er seinen Kindern, die nach England emigriert waren. 80 Jahre nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten und 75 Jahre nach den NS-November-Pogromen erinnert das Land Berlin an Berlinerinnen und Berliner, die einst für die Vielfalt in unserer Stadt standen und von den Nationalsozialisten und ihren Mitläufern denunziert, ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. Es waren Menschen wie du und ich, Kinder, Frauen, Männer aus allen Bevölkerungsschichten, denen die herrschende Ideologie zum Verhängnis wurde, die sie aus der Gesellschaft verdrängte und ihnen ihre Existenz und ihren Lebensraum und millionenfach selbst das Leben nahm. Gegenwärtig wird an vielen Orten in Berlin im Rahmen des Themenjahres 2013 Zerstörte Vielfalt, der Bürgermeister sprach es an, in unterschiedlichster Form
an die Opfer erinnert, im öffentlichen Raum mit Stolpersteinen und Gedenktafeln, mit Porträtsäulen, mit den Biografien verfolgter und ermordeter Berlinerinnen und Berliner, den Stadtmarkierungen zu den historischen Ereignissen, aber auch in den NS-Gedenkstätten und anderen Einrichtungen und Unternehmen, im Internet auf berlin.de/2013 und mit über 700 Veranstaltungen und Projekten. Unabhängig von und schon vor dieser Initiative der Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten zum Themenjahr, aber in der gleichen Intention haben sich Bürgerinnen und Bürger und die politischen Gremien Lichtenbergs aufgemacht, an die besondere Geschichte der Ausgrenzung und Verfolgung in den verschiedenen historischen Phasen und unter den verschiedenen politischen Systemen zu erinnern, die sich hier auf diesem Gelände seit 1879 manifestiert hat. Einen ersten Schritt dazu bildete im Dezember letzten Jahres die Aufstellung der beiden Gedenktafeln an der Uferpromenade. Im laufenden Themenjahr haben wir, das ist der vom Bürgermeister Geisel eingerichtete unterstützte runde Tisch Gedenkort Rummelsburg, uns daran gebracht, erste Arbeitsergebnisse zum Arbeits- und Bewahrungshaus in Rummelsburg während der NS-Zeit auf dem Weg zu einem künftigen umfassenden Gedenken zusammenzutragen und vorzustellen. Es sind Zwischenergebnisse aus der Aktendurchsicht, die anhand unterschiedlicher Personen einen Eindruck von den Biografien und dem Schicksal der hier eingewiesenen Menschen geben sollen. Wir versuchen, den Begriff des Asozialen, mit dem diese Menschen stigmatisiert wurden, zu definieren und anhand von Biografien einen Eindruck davon zu vermitteln, was hier in Rummelsburg während der NS-Zeit geschehen ist. Das ist eine Arbeitsgruppe des Runden Tisches Gedenkort Rummelsburg aus interessierten Bürgern, Historikerinnen und dem AK Marginalisierte gestern und heute, haben bei der Erarbeitung der Inhalte für diese drei Säulen gemerkt, wie sehr die Ausgrenzung der hier in Rede stehenden Personengruppe auch in der Dokumentation ihres Lebens wirksam ist. Es sind nur wenige Belege auffindbar. Fotos fehlen fast vollständig. Familienalben und Selbstzeugnisse, wie wir sie aus den jüdischen großbürgerlichen Familien kennen, sind in der Regel nicht überliefert. Und es existiert, wenn, dann Zeugnisse nur von den amtlichen Stellen, die sich mit der Diskriminierung und Verfolgung eben dieser Personen befassen. Diese Berlinerinnen und Berliner, um die es hier geht, waren schon vor ihrer Verfolgung und Einlieferung in Rummelsburg dem Vergessen anheimgewesen, gegeben und so auch die Verbrechen, die an ihnen begangen wurden. Die Täter segelten zudem in einem gesellschaftlichen Mainstream, wie man es heute sagt, gab es doch schon im ausgehenden 19. Jahrhundert eine ernstzunehmende Diskussion in der Psychiatrie, aus dieser Disziplin heraus nicht auszuheilende Patientenpersonen durch Zwangssterilisierung an einer Fortpflanzung zu hindern. Eine Diskussion, die im Rahmen der Genmanipulationsmöglichkeiten, die wir heute haben, in Amerika übrigens wieder ganz aktuell ist. In Zeiten des Weltkrieges, der Wirtschaftskrisen, der Inflation sowie der großen Arbeitslosigkeit, es gab damals 6 Millionen Arbeitslose, entwickelte sich eine breite Diskussion um sogenanntes unwertes Leben, das angesichts der allgemeinen Not nicht weiter aufwendig zu pflegen und zu ernähren sei. Unter der Rassenideologie der Nazis wurde die gesellschaftliche Ausgrenzung zum Staatsprinzip und die Kriminalisierung, Verfolgung und Ermordung nicht systemgerechter und kranker oder als krank definierter Menschen offizielle Politik und grausame Wirklichkeit. Der NS-Funktionär Karl Spivock, den wir hier an der Säule haben, dem als Leiter des Berliner Wohlfahrtsamtes das Arbeits- und Bewahrungshauses Rummelsburg unterstand, tat sich bei dieser Umsetzung der Ausgrenzung und Vernichtungspolitik in besonderer Weise beispielhaft hervor. Er, wie später auch die Ärzte, die die Selektion zu Zwangssterilisation unter den hier eingewiesenen vornahmen und auch die Verantwortlichen für die Überstellung in Konzentrationslager, wurden nach dem Krieg weder in der DDR noch in der Bundesrepublik zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil. In der DDR wurde der Begriff des Asozialen sogar in das Gesetzbuch aufgenommen und auch in der Bundesrepublik gab es bis in die 60er Jahre hinein Einweisungen in Arbeitshäuser, wenn auch nicht in den fürchterlichen Folgen wie bei den Betroffenen wie in der NS-Zeit. Wir alle freuen uns sehr,
dass wir heute dank der Vermittlung von Lothar Eberhardt, ich habe schon gesagt, zwei Zeitzeuginnen unter uns haben. Frau Rita Rowe, die Tochter von Ruckeli Trollmann, dessen Biografie wir hier auf der Säule darstellen, der ehemalige Meister im Halbschwergewicht und Cinto, wurde wenige Monate nach der Geburt seiner Tochter im Dezember 1935 auf Antrag des Direktors des Arbeitshauses Rummelsburg zwangssterilisiert. Er wurde nach weiteren Stationen der Diskriminierung und Verfolgung 1944 im Außenlager Wittenberge des KZ Neuengamme von einem Kapo erschlagen, der zuvor einen Boxkampf im Lager gegen Trollmann verloren hatte. Wir freuen uns sehr, dass Frau Fowe über das Schicksal ihres Vaters berichten wird. Frau Ilse Heinrich ist zwar keine Überlebende der Rummelsburger Arbeitshauses, aber sie hat das Schicksal zur NS-Zeit als asozial verfolgt und ins Konzentrationslager Ravensbrück eingewiesen worden zu sein. Sie kann uns berichten, wie man zur NS-Zeit als asozial ausgegrenzt wurde und wozu diese Stigmatisierung führte. Bevor ich das Wort weitergebe an die beiden Zeitzeuginnen, möchte ich mich herzlich bedanken bei denen, die unsere heutige Einweihung und das Projekt insgesamt ermöglicht haben. Herrn Bezirksbürgermeister Andreas Geisel und Frau Gionova Busch sowie BVV Lichtenberg für ihre Unterstützung und Begleitung, an den Mauerfonds für die Finanzierung, an die Kulturprojekte Berlin GmbH für die Gestaltung und Produktion der Infosäulen, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Runden Tisches Rummelsburg sowie an den Wir-Verein für die tatkräftige Begleitung bis heute die Unterstützung. Besonderer Dank auch an die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die an diesem Litwassäulen-Projekt mitgearbeitet haben, sind Christian von Trigalski, Silvia Kafczyk, Marc Saalbrecht, Christine Stehr sowie Lothar Eberhardt und Dirk Stegemann vom Arbeitskreis Marginalisierte gestern und heute und besonders an Thomas Irner, da ist er da hinten, und Kaspar Nürnberg vom Aktiven Museum für die aufwendige Gesamtredaktion der Inhalte. Danken möchte ich mich auch für die beiden Musikerinnen für die freundliche Unterstützung in der Begleitung. Gestatten Sie mir noch ein paar Worte, wie es nun hier weitergehen wird. Der Runde Tisch setzt am 26. April um 16.30 Uhr seine Arbeit an dem künftigen Gedenkort Rummelsburg mit der Besichtigung der Polizeistation vorn in der Hauptstraße 8. Das ist hier links das Gebäude, da sieht man das Gerüstgebäude, dann noch ein Gebäude und links daneben ist das Gebäude. Und eine anschließende Sitzung im Lazarettgebäude, das ist das Gebäude hier hinter dem Turm, fort. Weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind uns willkommen und vor allem, wir brauchen jede Menge Informationen. Denn die Aktenlage ist sehr schwierig. Wir brauchen Dokumente und Bilder zur Institution- und Personengeschichte. Wir sind dringend darauf angewiesen für die Erarbeitung des Konzeptes des künftigen Gedenkortes. Interessenten finden die nächsten Termine und eine Reihe von Unterlagen zur Arbeit des Runden Tisches auf der Internetseite des Bezirksamtes Lichtenberg unter Gedenken an der Rummelsburger Bucht. Anschließend möchte ich Sie noch zu einer Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum am 12. Juni um 19 Uhr einladen, wo es im Rahmenprogramm zu der sehenswerten Portalausstellung des Themenjahres des DHM um das Arbeits- und Bewahrungshaus Rummelsburg in der NS-Zeit gehen wird. Vielen Dank.